Hallo meine Lieben, bei Gabis Kochbuch, dem YouTube-Kanal von euromil.com. Bei uns gibt es heute den zweiten Teil des Projekts Gesund und fit in den Sommer, das ich zusammen mit Ludwig, dein Bodyvital-Trainer, einem tollen Trainingskanal für euch gestartet habe. Und bei uns dreht sich heute alles um das Thema Salate. Wird es zwei herrliche Sommersalate geben mit Hülsenfrüchten auch drinnen. Die geben ja besonders viel Protein, viel Energie. Dann gibt es Tofu drinnen, werden beide vegan sein. Und natürlich, was ist das Wichtigste bei einem Salat? Eine klasse Salatmarinade. Und wie man die am einfachsten vorbereitet, damit geht's jetzt gleich los. Ich werde oft gefragt, wie man eine gute Marinade zubereitet. Und dafür gibt es die 1-2-3 Marinade. Ich habe in mein Messglas jetzt schon einen Esslöffel Salz hineingegeben, also 1. Dann geben wir 2 Esslöffel Kristallzucker dazu. 2. Dann füllen wir das circa bis zum 100er oder schön einen Finger hoch mit Essig auf. Dann geben wir Pfeffer dazu, circa einen halben Teelöffel. Dann füllen wir das bis zum 500er auf, bis zu 500 Milliliter. Rühren das gut durch. Und jetzt kommt der Dreier, nämlich 3 Esslöffel Öl. Da könnt ihr Sonnenblumenöl nehmen, Olivenöl, was euch so schmeckt. Die Marinade gibt es ja in einem gut verschlossenen Glas auch im Kühlschrank auf Vorrat aufbewahren und schon habt ihr eine ganz, ganz leckere, einfache Salatmarinade. Als Getränk gibt es heute Holunderblütenlimonade und dafür brauchen wir unbehandelte Orange. Hier schneiden wir uns 3 Spalten ab, die geben wir hinein. Die lassen wir mitziehen. Die restliche Orange presse ich aus. Und die kommt jetzt da dazu. Dann brauchen wir unbehandelte Zitrone. Von der schneiden wir uns auch 3 Spalten ab. Holunderblütensirup ist ja sehr, sehr beliebt. Ist aber halt meistens sehr, sehr süß. Die restliche Zitrone presse ich jetzt auch aus. Die geben wir auch zu unserer Limonade dazu. Und dann habe ich noch verlesene Holunderblüten. Und die stellen wir jetzt ganz einfach hinein und lassen wir es 4-5 Stunden ziehen. Wenn du möchtest, kannst du noch einen Löffel Honig dazugeben, wenn du es süß haben möchtest. Aber so hast du eine ganz, ganz herrliche Variante einer wunderbaren Limonade, die aber eben nicht so süß ist wie der Holundersirup. Gibt es heute mediterranen Salat mit Tofu und Linsen und wir brauchen dafür, ich habe Linsen aus der Dose, ich habe auch ein paar Spaltlinsen, ich habe geräucherten Tofu genommen, dann Cocktailtomaten, Aubergine, Zwiebel, Basilikum, Thymian, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Olivenöl und dann brauchen wir natürlich noch unsere Marinade und im ersten Schritt
Ich habe die Spaltlinsen jetzt eine Stunde eingeweicht und werde sie jetzt circa 15 Minuten in der Marinade noch weich kochen. Und dafür werde ich sie aber vorher abseihen. Während unsere Linsen jetzt kochen, bereite ich mir den Tofu vor. Den werden wir auch kurz in der Pfanne in Olivenöl anbraten. Müssen wir ein bisschen schön würzen, weil Tofu schmeckt recht langweilig, wenn man nicht ein bisschen herrichtet. Und dafür nehmen wir jetzt einmal die Zwiebel. Die haben wir einfach nur grobblättrig geschnitten. Dann nehme ich den Tofu. Den schneide ich jetzt auch in grobe Würfel. Dann habe ich ganz frischen jungen Knoblauch. Den geben wir da auch dazu. Etwas Thymian. Einen Schuss Öl. Etwas Pfeffer und dann noch Salz. Und so werden wir jetzt kurz in der Pfanne schwenken, so lang, bis die Zwiebel schön glasig angeschwitzt ist. Unsere Linsen sind gar und ich habe jetzt noch die Dosenlinsen dazu gegeben. Einen Esslöffel Marinade und das wird jetzt einmal unsere erste Schicht in dem Salatglas. Als nächste Lage kommen jetzt unsere Cocktailtomaten in das Glas. Die schneiden wir einfach in Spalten. Und probieren Sie da nett über unseren Linsen. Die würzen wir jetzt nicht extra, weil die Linsen unten sind gewürzt. Und dann kommt ja als nächste Lage die Aubergine. Und als Geschmack gibt es dazu da jetzt noch fein geschnittenes Basilikum drüber. Das ist dann sozusagen die Trennschicht zwischen den gebratenen Auberginen und unseren Tomaten. Jetzt werden wir noch unsere Aubergine anbraten. Und dafür schneide ich sie in Würfel. Dazu kommt jetzt die restliche Zwiebel. Die werden wir aber auch wieder nur in Streifen schneiden. Ich habe den Tofu schon aus der Pfanne genommen und da drinnen werden wir jetzt auch die Zwiebel noch in Olivenöl anschwitzen. Ich gebe auch noch Knoblauch dazu. Salzen und Pfeffern werden wir es auch noch. Und auch die werden wir jetzt so lange braten, bis die Zwiebel schön glasig angeschwitzt ist, weil dann ist auch die Aubergine perfekt. Unsere gebratene Aubergine mariniere ich jetzt noch mit unserer Marinade. Und die kommt jetzt auch auf unsere Tomatenstücke in die Gläser.
Darum haben wir auch die Tomaten nicht mehr extra mariniert, weil das zieht ja dann ohnehin noch von oben durch. Jetzt sind wir schon fast fertig und jetzt kommt noch unser gebratener Tofu in unsere Gläser. Duftet ganz, ganz herrlich. Schaut optisch auch wirklich ganz, ganz fantastisch aus. Natürlich darf etwas Garnitur nicht fehlen. Ich habe hier noch herrliche Blüten vom Lauch. Und dann habe ich noch Zitronenmelisse. Die werden wir einfach nur zurechtzupfen und oben drüber gehen. Und schon haben wir einen herrlichen Salat fertig. Und dann gibt es noch eine leckere Spargelvariation, nämlich einen gemischten Salat mit Spargelstangen, Erdbeeren, frischen Kräutern, Marinade und gerösteten Sonnenblumen. Und ich habe schon die Pfanne heiß gemacht und da werde ich als erstes einmal meine Sonnenblumen anrösten. Die Spargelstangen habe ich gewaschen, geschält und in etwas Marinade weich gekocht. Und da gebe ich jetzt einmal Stücke unter meinen Salat. Von den Erdbeeren entferne ich die Stielansätze und die kommen jetzt auch in den Salat dazu und hinein. Klingt zwar ein bisschen seltsam, kann euch aber versichern, schmeckt wirklich ganz fantastisch und ganz, ganz himmlisch. Dann garnieren wir noch mit unseren Spargelspitzen. Und jetzt wird unser Salat mariniert. Mariniert ihn bitte erst wirklich kurz vor dem Servieren, sonst wird er labbrig und fällt komplett zusammen. Jetzt kommen noch die angerösteten Sonnenblumen auf unseren Salat drauf. Da gibt es dann noch zusätzlich etwas Biss und noch einen herrlich nussigen Geschmack. Und natürlich dürfen frische Kräuter wie zum Beispiel Kresse oder Blüten einfach nicht fehlen. Und ihr seht schon, man hat einen herrlich leichten veganen Sommersalat. Ihr seht, es ist ganz, ganz einfach, diese herrlichen Salate zuzubereiten und dann auch zum Beispiel zum Picknick oder ins Büro mitzunehmen. Und eine wunderbar zuckerfreie Limonade kann man auch ganz, ganz einfach herstellen. Ich würde dann nach ca. 2-3 Stunden die Holunderblüten aus der Limonade rausnehmen, denn sie schmecken schon recht intensiv. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Gabis Kochbuch Euromil. Und danke, dass ihr heute wieder dabei wart.